dann mit einer Einatmung nimmt ihr die Arme über vorne nach oben, macht euch groß nach oben. Ausatmen, nimmt die Arme über die Seiten, bringt die Hände zurück auf. Die Bewegung folgt dem Atem. Jede Übung passiert bewusst. Das unterscheidet Yoga von Fitness. Es ist ein Prinzip, gehüllt in unterschiedlichste Formen. Wir haben es auch so aufgebaut, dass die Yogalehrenden auch informieren und sagen, schau mal zu, du kannst auch einmal im Sessel sitzen oder nimm einen Medizinball. Und dann ist auch die Hemmschwelle eine andere, weil ich sage, jeder hat eine bestimmte Vorstellung, was Yoga ist. Ja? Und dann kommen dann immer die Fotos, da muss ich die Füße hinter den Kopf verrenken und so. Also das sind dann eher hemmende Argumente. Ich wollte eigentlich gar nicht fliegendes Yoga gehen, das war jetzt zufällig eigentlich, dass ich hier gelandet bin. Und es war total interessant und witzig irgendwie. Ganz anders, das habe ich noch nie gehört gehabt und es war nett, sehr nett. In den Hotels schlagen die Yogis eine Brücke zwischen Winter- und Sommersaison. 35 Kursteilnehmer wohnen etwa hier. Es ist generell eine schwierige Zeit. Im Moment hat es gerade geschneit, also man sieht auch von der Natur her, vom Wetter her ist es nicht so spannend um diese Jahreszeit. Und da man Yoga drinnen wie draußen machen kann, ist es wetterunabhängig und ich finde es ein tolles Angebot genau eben für diese Jahreszeit. In den schwierigen Monaten Ausschau halten nach zusätzlichen Gästen. Mit den Yogatagen gelingt das ohne Mehraufwand für die Hotels, denn Räume gibt es ja. In der Gesundheit liegt ja auch die Geschichte des Tourismus in diesem Tal. Mittlerweile ist das Kasteinertal eine Ganzjahresdestination, aber trotzdem versuchen wir natürlich mit verschiedenen Angeboten die Nebensaison auch zu füllen, Nächtigungen zu generieren. Und ich glaube, dass wir mit den Yogatagen hier genau auf dem richtigen Weg sind. Yoga ist im Alltag angekommen und bei Salzburgs Touristikern. Dem Gasteinertal bringen die Yogatage etwa 1000 Nächtigungen. Das Hotel Miramonte hat extra eine Woche früher aufgesperrt. Yoga ist eine Geschichte, die sich sozusagen sehr stark mit der Körperhaltung, aber auch mit der Natur und der Ernährung auseinandersetzt. Und das wollen wir eigentlich hier sozusagen leben. Und die Woche passt natürlich hervorragend rein, weil so starten wir unter Anführungszeichen komprimiert. Es hat mir Entspannung gebracht und das ist, glaube ich, mehr als man erwarten konnte. Werden Sie es jetzt regelmäßig praktizieren? Oh, das weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Ich gucke, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann. Im Urlaub ist es immer leichter, oder? Das ist richtig, ja. Kopf hin und her bewegen. Ein bisschen. 12 Tage lang unterstützen die Yogis den Tourismus in Gastein. Im nächsten Jahr soll es die Yogatage zweimal geben, im Frühjahr und im Herbst, was die Hoteliers zusätzlich entspannt.